Irgendwas ist hier komisch. Die aktiven Zuschauer unter euch merken es sofort. Die, die ein bisschen aktiv sind, merken es jetzt. Und die, die es immer noch nicht gecheckt haben, merken es jetzt. Catch us oder bis da euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von den diesem Video zu eurem Call of Duty Modern Warfare 2. Und Freunde, ich bin back. Das macht auch Sinn, also ihr seht ja schon das Video, deswegen muss ich nicht erwähnen, dass ich back bin. Freunde, ich war lang weg. Genauer gesagt war ich ganze 27 Tage weg. 27 Tage lang gab es kein Catch My Ass Video. Was habt ihr eigentlich die ganze Zeit so gemacht? Und ganz wichtig, Freunde, ich war nicht nur 27 Tage lang weg, sondern 27 Tage lang habe ich kein COD gezockt. Deswegen freue ich mich schon mal auf die neue Map, und zwar die Punta Mafia 7. Ich glaube, die ist ziemlich gut und ja, das wird ziemlich cool sein mit meinem Aim, weil ich werde absolut nichts treffen, aber ich gebe mein Bestes. Achso, ganz wichtig, falls es halt oder so. Es ist noch nicht komplett fertig, das Thema, da kommen noch ein paar Sachen hin, deswegen halt es ein bisschen. Ich hoffe, es stimmt nicht zu sehr, und Freunde, ich kann es kaum glauben, aber wir starten jetzt rein. In die neue Map Punta Mafia 7. Höchstwahrscheinlich ist es wieder eine Map, die einfach nur remastered wurde. Aber Freunde, ich bin ready. Wir drücken auf Start und ich hoffe, ich krieg nicht so hart auf die Fresse. Okay, Freunde, wir starten rein. Oh mein Gott, ich hoffe, ich kann noch was treffen. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt hier nicht komplett. Werde ich zum ersten Mal nach 27 Tagen einen Kill machen oder sofort sterben? Das ist wichtig, Leute, das ist wichtig. So wie in dem neuen COD ist es wichtig, einen Kill zu machen, bevor man stirbt. Und ich hab's gemacht. Okay, da kennt einer, sehr schön. Okay. Okay, es beginnt schon mal gut. Die Camper sind schon mal am Start. Okay, okay, ruhig. Er campt da. Digga, er platziert. Er platziert Molotov-Cocktail und campt die ganze Zeit hier. Oh mein Gott, diese Camper habe ich null vermisst. Ich habe dich null vermisst. By the way, ist halt so krass in dem Raum hier, dass ich meine eigene Stimme so krass höre, dass ich manchmal nicht verstehen kann, was ich sage. Also, was ich laut sage. Wollte ich schon mal erwähnt haben. Okay, das finde ich auch. Der eine campt, glaube ich, wieder nach da hinten. Achtung, 3, 2, 1... Komm, der ist da, Bro. Ich weiß, dass da ist. Guck mal. Er wollte sich wieder dahin verkämpfen. Ich glaub's nicht. Was hat er denn hier auf dem Platz? Findet er es bequem? Okay, meine ersten Vorräte nach 27 Tagen. Komm schon. Gib mir irgendwie so eine AC-130. AC-130 oder so ein krasses Geschütz oder irgendwas Heftiges. Komm, bitte. Gib was, gönn. Gönn, was Geiles, was Geiles. Was richtig fett ist, was und so. Joggernaut, Joggernaut. Gib, gönn Joggernaut. Bitte, bitte, bitte. Geschütz verfügbar. Ja, ist okay. Ich habe einfach dabei geschützt. Kann ich jetzt einfach hier platzieren? Halsmaul. Halsmaul, es geht, glaube ich. Ist das scheiße, was ist das? Der Mac, komm mal hier schon. Digga, dieser Franzose, soll mal die Fresse. Okay, ich versuche mal auf B zu gehen, okay? Pass auf. 3, 2, 1 und go, 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 Team, go, Team. Bravo wird eingesichert. Ich weiß nicht, ob eingesichert ein Wort ist. Aber ey, man muss sagen, 27 Tage lang nicht gezockt. Mein Aim ist nicht Dogshit, muss man sagen. Also ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt, aber die Map ist auch bei der ersten Runde zum ersten Mal zocke ich diese Map und die ist absolut Dogshit. Die ist absolut Dogshit. Die ist absolut Dogshit. Dann habe ich weitergespielt und habe absolut auf die Fresse bekommen, aber dann habe ich diesen Modus gefunden. Oh mein Gott! Eliminiere Gegner mit sich im... Mit sich im Laufe des Spiels verändern Gameplay-Modifikatoren? Ich merke gerade, ich habe noch nie das Wort Modifikatoren gehört oder jemals laut gesagt. Modifikatoren. Modifikatoren. Ich werde bald 21. Alright, Freunde, dann würde ich mal sagen, wir stürzen uns ins Chaos. Munitionseinspeisung. Ich join rein, anstatt Munitionseinspeisung. Ja. Gut, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich finde es auch gut, dass wir den neuen Modus auf einer richtig coolen Map spielen. Und zwar heißt sie Tarak. Die Map ist wirklich wunderschön. Also wirklich, das ist die beste Map, die man sich vorstellen kann. Okay, Achtung, Leute, gleich gibt's was Neues. Achtung, Trommelwirbel. Und... Bereit halten für neue Modifikationen. Ja, ich glaube, man muss Kills machen. Sichtkontakt, Verbesserung, konstant aktiv... Ist das geil, holy shit. Ja, was nicht geil ist, ist mein Aim. Ein Treffer Kopfschuss töten mit einer Kugel. Das heißt, nur auf den Kopf zielen. Ja, Kopfschuss, easy. Kopfschuss, easy. Ey, der Modus ist geil. Da ist jemand. Easy. Easy. Oh, ist das geil. Okay, der Modus macht Spaß. Das ist ziemlich geil. Ich dachte, mit Modi meinten sie eher sowas wie... Das ist so geil. Ich dachte, sie meinen sowas wie Herrschaft oder Stellung. Aber so Perks, das ist komplett geisteskrank. Achtung, er wartet mich. Easy, Kopfschuss, One-Shot. Oh, ist das geil. Achtung, Achtung, links ist einer. 3, 2, 1. Easy, Kopfschuss, One-Shot. Okay, das macht actually Spaß. Achtung, läuft einer. Kopfschuss, One-Shot. Easy. Komm schon, noch ein Kopfschuss.
Oh, gleich kommt was Neues. Gleich kommt was Neues. Schnappschusskiller. Was? Jetzt konnte ich es nicht lesen. Ja. Gut, ich weiß nicht, was Schnappschusskiller ist. Werden wir gleich bestimmt erfahren, oder? Es ist bestimmt was Gutes. Schnappschusskiller. Was könnte man unter Schnappschusskiller verstehen? Kopfschuss, One-Shot. Kopfschuss, One-Shot. Ey, das ist so geil. Das ist so strong. Okay, ich glaube, ich habe es gecheckt. Wenn man jemanden killt, gibt es diese Schnappschussgranate. Okay, das ist ganz okay. Ist jetzt nichts Besonderes. Und neue Modifikation. Achtung, Trommelwirbel. Kettenreaktion. Samtex, Wurf bei Abschuss. Okay, das ist heftig. Easy. Komm schon, Buddy. Digga, ich bin fast von der eigenen Samtex gestorben. Ich lieb's. Und ich glaube, manche... Scharfschütze ausgeschaltet. Wenn ich einen Kill mache, droppen die 3 Semtex? Okay, dieser Modus ist krass. Das ist heftig. Ich sag mal so, mit so einem Messer sollte man nicht rumlaufen. Man sollte schön immer vom Weiten schießen, weil es explodiert einfach alles. Easy. Nein, ich hab's wieder vergessen. Oh mein Gott, ich hab's wieder vergessen. Ja, diese Semtex sind so overpowered. Let's go. Okay, da vorne wieder aufpassen, aufpassen. Es explodiert einfach alles. Es ist einfach nur Musik in meinen Ohren. Gut, ich bin geblendet. Blindshot! Oh mein Gott. Ey, es ist so geil. Die explodieren einfach alle. Es ist so... Es ist so geil, Mann. Es ist so satisfying. Da hinten sind welche. Easy. Da hinten sind welche. Achtung. Oh, ich werde die alle abfrühstücken. Ich werde die alle holen. Sie rennen davon, weiter so. Das war ein Headshot? Also ich muss sagen, Leute, zockt auf jeden Fall diesen Modus. Ich weiß nicht, wie lange er noch drin ist, aber dieser Modus, dieser Chaos-Modus, das ist geil. Es gibt einfach 5 Perks, die euch einfach nur geile Sachen geben. 75, 68, 25 Kills. Wichtig und fucking richtig. Wieso ich das mal so, als ob ich gerade Werbung dafür machen würde? Das könnte man könnte glatt denken, ich krieg dafür Geld. Aber meine Damen und Herren, ich zock COD freiwillig. Tatsächlich. Es gibt Leute im Jahr 2023, die freiwillig COD spielen. Und zwar, einer davon bin ich. Yeah. Und bin ich glücklich mit meinem Leben? Nein, bin ich nicht. Auf jeden Fall, Leute, ich würde mal sagen, das ist das Video. Lasst gerne ein Like da. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen neuen Modus findet. Höchstwahrscheinlich kennt ihn schon jeder und er ist nicht wirklich neu, aber ich konnte einen Monat lang nicht zocken. Und ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns bis mal. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.